2, 3, 4, 6, 8, 10. Hast du ein altes, vollgeschifftes Rockboy dir zu Haus? Ja, dann schickst du Kies und Kreuz, denn die nehmen's für dich aus. Öl, Schweiß und Pipi sind unser täglich Brot. Da draußen frönt das Leben, doch mein Ringmuskel ist tot. Dicke Hommer, kleine Schlungs und alles stinkt nach Jauche. Doch weil ich feuchte Hosen liebe, ist nur Durchfall, den ich brauche. Unser Axel Väter stillt den Hunger zwischendurch. Für den Sättigungseffekt wird er serviert mit Rettenmurch. Du sag mal hier, Franz Peter, der Amano Adriani, war das nicht der Typ, der mit deiner Frau da auf dem Kutter damals rumgeschnackelt hat? Ja, sicher, das war doch hier Lando Amando Adriano, oder nicht, oder was? Ja, doch, schon so, ja, der hat so Künstlername, weißt du, wenn er so alte, fette Hennen beglückt, ne, dann nennt er sich gerne mal ein bisschen anders. Oh, ich sag's dir, oh, mir ist gerade ein bisschen, ich wollte gerade ein Mettbrötchen essen, da ist mir doch glatt so ein bisschen Pfeffer in die Nase rein, du. No, oh, das war kein richtiges Pfeffer, du, das war hier so geriebenes Schamhaar vom Adriano. Ja, das nehme ich immer mit rein, du, das macht's oben auch immer schön kruspig, ne, so. Ich mach das gern, du, ne? Mal wie so ein alten, wie die Haut von einem alten Aal, ne? Du sag mal, das ist jetzt schon aber ein ganz schön großer Kessel, den wir hier zersägen müssen, ne? Oh, schon so ein Urkessel. Weil das ist jetzt die letzte Mission, dann haben wir es durch. Dann war's das mit uns beiden. Oder? Ja, jetzt Feierabend. Oh, endlich mal Feierabend, du. Ich habe so viele alte Kutter hier bestiegen, ne? Ist ja auch nicht mehr schön, du. Irgendwann sagst du auch, ne? Ich hab so viel Rost runtergeflext, du. Ja klar, ich krieg immer auf dem Handy so Anzeige, ne? Auch die hässlichen Frauen wollen mit dir ins Bett, aber weißt du, ich kann doch nicht immer alle nehmen, ne? Du, ich sag dir, der Butner, der dreht jetzt hier durch, ne? Den brennt der mit die Hinge, aber richtig fies. Oh, 600 Butner, hier habe ich gestern geschenkt gekriegt, du. Das waren ja 6.428 Ja, Hinge. Weißt du was? Gestern war ich unterwegs, ne? Da muss ich noch so einkaufen gehen. Und dann haben die mich für einen Stripper gehalten, weil ich so eingeölt war durch die Schiffe. Oh, habe ich mir ein bisschen Butner hier verdient. Oh, ein bisschen hat er gesagt, oh, hier, 6 Butner hier. Einfach mal für den schönen, für die Aufführung, ne? Oh, ich bin eigentlich nur gestolpert. Beim Einkaufen. Eigentlich wollte ich nur eine Wespe vertreiben, ne? Aber die haben gesagt, oh, das ist Ausdruckstanz. Oh, die Dumpen, ich bin Zirkusvolk, ne? Ja. So, was jetzt? Holt er jetzt hier alles ab, oder was? Ja, holt ab, aber die Pipeline ist voll, der sagt ja richtig viel zu tun. Ja, 3 Butner hieß er, der gemeint. Will er dafür dann haben. Dann geh ich doch mal schon mal reinlunzen hier, oder generell hier schon mal ein bisschen Dreck aufheben. Im Lunzcafé, Krall. Was ist denn hier hinten auf 8 dann eigentlich? Da ist doch wieder hier so eine... Alter, hier ist ja eine Kabine, Junge. Gibt's da viel zu lunzen? Hier gibt's überall... Junge. Der will auch wieder Stühle und Tische so... Ja, er will freches Lunzen unter Freunden, ne? Ja. Aber mein Lunzsack ist auch ziemlich geschwollen gerade. Wo ist denn eigentlich unser Fahrzeug? Irgendwo da hinten. Oh, mein Lunzsack, der war ganz schön prolle gestern, ne? Boah, ey, guck mal hier, Junge, ein Rettungsring. Oh, deine Mutti verloren beim Joggen. Ja, haben wir wieder diverse Mütter beim Joggen verloren. Und immer so eine Anzeige, wen man dieses Jahr verloren hat beim Joggen. Sie wollte doch nur abnehmen. Ich hab gesagt nein, aber sie hat nicht auf mich gehört, ne? Alter, wir aber auch grapscht hier, ne? Unser Profi-Handschuh, Junge. Die Waschmaschine. Ich habe ihr gesagt, 13 Kilo Brutteig ist zu viel. 13 Kilo Bruttoteig hat die. Bruttoteig? Oh, richtiges Bruttohüft. Ne? Ja, gut, Nettoteig ist nach dem Backen dann, oder? Ah, ja, der Butnahi, dem glüht irgendwie der Kran, du. Ist aber auch ein ganz schöner Kavenzmann. Alter, hier ist ja auch richtig die Innenausstattung, ne? Das würde ich ein XXL-Lutsch reinlangen. Ja, aber auf hinten das alte Lunzlager vom. Ja, Lutz, altes Lunzlager, ne? Wenn ich jetzt ein Möbelgeschäft aufmache und ich nenne das Mini-Lutz, weißt du? Darf ich das? Kleine Lutz für einen schmalen Taler. Oh, hier. Alter, guck mal, hier kannst du von draußen den Strom. Echt? Von draußen? Durchs Fenster war das. Der alten. Kutterfahrerin hier durch die Luke gegrapscht. Ich hab deiner Mutter durchs Fenster hier durch die Luke gepfingert. Aber plötzlich bei dir der Saft weg, ne? Schwengelbert und Gaushosen. Schwengelbert und Gausen. Boah, hier oben ist ja nochmal richtig Intervieneur. Hier ist nochmal Strom. Der Butner hier ist nur am Kuttern, ne? Das ist Wahnsinn. Ich höre den da nur Kuttern drauf. Am Kuttern. Oh, ich habe so viel Zeug.
Das Holz ist ein bisschen gestiegen jetzt, aber... Hier sind auch noch so Holzwände. Ich glaube, die glaube Alter, hier sind richtig geile Sofa-Ecken noch drin. Da sichere ich mir aber eins für zu Hause, ne? Oh, für so einen Bubatz-Abend, ne? Oh, ja. Schön. Stelle ich mich schön hin mit den Jungs und wieder abgebubatzt. Schön mit dem Henning, du. Schön mit dem Henning gebubeutelt. Gebubeutelt? Zwei Bubeutel für ein Halleluja. Zwei Bubeutel für ein Halleluja? Zwei Bats ergeben Gas, ne? Heißt es damals. Zwei Bats ergeben Gas. Ich krieg Bats 4, du. Ich krieg doch vom Arzt verschrieben, ne? Immer 4 rauchen. Oh, wir müssen hier wieder so einen Schornstein zerhacke Julan. Zerhacke Julan? Ich besorg gerade jetzt das Holz hier, wo ich gerade da bin, dachte ich mir, hey, komm. Nicht nur sammeln, auch mal ein bisschen arbeiten, ne? Wie sieht's denn hier beim Butler hier aus? Hat er wieder in seiner Medellin-Schleife ein bisschen Platz? Weiß ich nicht. Da draußen waren ja 100 Luken irgendwie und Kräne, Kranse. Ja, Lukenkran und Söhne. Lukenkran und Söhne. Familientraditionsunternehmen. Ich kann das nicht reachen, aber wahrscheinlich erst das eine weg muss, ne? Alter. Ja, hier unten im Zirkus Butler, hier gibt's auch noch Hilfsgüter. Es fehlen doch nur noch 40 Kilo Holz. Aber die kann ich doch hier holen, wenn ich jetzt den Strom ausgemacht habe. Dann kann ich doch noch mehr Holz holen. Butler hat Hunger, hat er gesagt. Klar, der will immer... Das, der Butler hat Hunger? Es gibt Leute, die haben gesagt, ey, ich habe das gegoogelt. Ich bin auch mal in einem indischen Restaurant vorbeigefahren, deswegen spreche ich fließend. Und das, was er sagt, heißt, ich habe eigentlich gerade Mittagspause. Und deswegen sagt er halt, Bhatna hi matna ga. Bhatna hi Hunger. Bhatna hi ist hungrig. So, Holz müsste jetzt dann gleich auch voll sein. Ja, hier gibt's wahrscheinlich richtig viel an Motoren und so ein Gedöns, ja, ne? Guck mal, allein hier die Löcher jetzt mit den Dingern da unten, was da noch drin ist, schon. Ja, die arbeite ich mich gerade so ein bisschen rein. Ich klopp mich gerade richtig schön ins Loch. Aber die musst du auch hier drumherum lösen, irgendwie die Schäden. Ja, ja, du musst Wand, da richtig, ne? Ja, musst innen auch richtig rein. Dann haben wir jetzt erstmal den ersten Rand hier weg. Und jetzt kommt da schon mal oben. Alter, stürzt mir hier alles auf den Schädel, du. Jetzt kann man hier gleich schon mal rein. Mit einem schönen dicken Tahonga. It's not unlocked, steht aber. Wahrscheinlich muss er noch irgendwelche Schweißarbeiten machen. Ich weiß jetzt erstmal das hier los. Das ist bestimmt gut, Chemicals hier. Warning part unstable, not unlocked. Wieso? Ja, der ist noch unstabil, du musst da weiter. Wo ist der denn noch fest? Hä, angeblich da? Das ganze Ding? Was? Ribatnahi? Ja, Ribatnahi. Denkt doch einer auch mal an den Medehinge. Oh, wie viele Etagen es hier nochmal mit Chemie gibt. Hier ist richtig was los. Free Butler hier. Ey, du musst die ganze Butler hier Wand hier abbutnern, ne? Du musst richtig rein butnern und mir Hingis machen. Er sagt in Wirklichkeit Free Butler hier, weil der irgendwie so ein alter Lohnsklave von Kreis Industries ist und ja, die Erlösung endlich braucht.
Ich arbeite mein ganzes Leben schon für Kreis Industries. Namaste. Namaste, wann kriege ich endlich die Erlösung, die mir zusteht? Deswegen geht's mir halt auch immer so gut. Das ist. Boah, geil, Alter. Ich bin noch ein bisschen Butnataler ausgegeben, jetzt haben wir schon mal einen Rope auf 9. Boah, richtig auf Turtle-Niveau. Guck das mal an. Richtig auf Turtle-Niveau. Alter, damit kannst du hooken. Damit machst du Hucken-Ducken. Okay, das ist krass heftig. Alter, Hucke-Duck. Johnny Hucke-Duck nannte man ihn. Gestern Abend habe ich angefangen, Mord im Zwiebelfeld endlich mal zu gucken. Ich wollte den immer mal sehen. Kennst du den? Mord im Zwiebelfeld? Nee, sagt mir nichts. Mit James Wood. Ich habe mir quasi wieder angeguckt am Wochenende. Ja, ich habe nicht mal geschafft, den Film anzugucken. Bin ich fertig geworden, weil... Ja, aber Mord im Zwiebelfeld. Ja, Mord im Zwiebelfeld, ich brauche ein bisschen Bildung. Ja, quasi ist Bildung die Geschichte von Quasimodo. So, jetzt aber, Quasi-Hodo, oder? Das ist was völlig anderes. Alter, guck dir mal an, da musst du den ganzen Streifen hoch wegprügeln hier, um an die Dinger zu kommen, da, an die Apparellos. Ich hole jetzt erstmal hier noch die Inneneinrichtung, weil hier ist ja noch... Bist du mal da unten rein? Oh mein Gott, hier ist ein Zwillingsmotor. Ein Zwillingsmotor? Ja, echt jetzt? What? Da hatte mal so ein Ding. Alter, musst du da noch tief rein in die Materie. Uff. Ey, der will Öfen. Oleg will 3 Öfen. Ja, ja, klar. Boah, wie viele Schichten, um hier an den Ofen ranzukommen. Ja, wenn es ein Doppelofen ist, muss er doppelte Schichten. Na, es ist nicht nur doppelt, das ist 10-fach Schicht. Und geht der durch? Mal gucken. Man muss hier alles weg, Alter. Na, es muss alles weg, wenn wir an die Öfen ran wollen. Wie sieht das erste? Öfen? Ich denke mal, es sieht so nach Öfen aus. Das jetzt mal irgendwie frei zu kriegen. Also sprengen, ne? Das bringt Instabilität. Ich weiß, wie man das macht. In Öfen geht's gut. So, dann kann er sie hier nicht gleich rausholen. Ich rette die Dinger. Ich rette den Ofen, damit wir da Hexen reinwerfen können. Das ist ein Hexenvernichtungsofen, ja. Das ist so hier der neue Hänsel und Gretel 2000. Das ist der Hänsel und Gretel 2000 Futura. Jetzt neu, mit einer krasseren Lebkuchenformel. Krasseren Lebkuchenformel? Jetzt neu mit noch mehr Lebkuchen. Schau mal. Was hängt da noch im Weg? Ach, hier das Ding. Ah, hier ist so viel Zeug. Krieg das hier raus. Gar nicht, oder was? Oh, bless the rain. Oh, bless the rain. The crane. Oh, bless the crane down in Africa. Komme ich jetzt hier nur wieder raus aus der Ninja Turtle Höhle hier? Aus der Turtle Höhle.
muss denn hier noch alles weg? Das da? Boah, die sind schon gut verwinkelt hier, die alten Turtelöfen. Boah, da muss das alles weg. Der will das alles... Okay. Oh, ich nehme jetzt erstmal hier alles weg. Ja, der Medihingi in den höheren Schiffsniveaus ist ja ziemlich knauserig, der Medihingi. Da sagt ja... Aber das hier oben kann man gar nichts zerknüpfen. Entweder alles oder gar nichts. Sag ich immer Medihingi, früher war es mir so cool. Boah, jetzt bist du so scheiße geworden. Du warst mal so eine geile Sau, Medihingi, aber jetzt... Jetzt gehst du nicht mehr auf die coolen Partys, ey. Ü30 nur noch. Früher habe ich mal gesagt, ich gehe saufen mit Medihingi. Da war immer was los. Aber jetzt... Ja, der hat auch immer einen Lücken dabei. Und jetzt macht er so, nee, Kran, ich muss nüchtern, bla, irgendwie so Scheißdreck da, ne? Nee, mir sonst einen Lappen weg, hat er gemeint. Und so ein Kram, ey, richtig. Eine totale Uncoole. Ich bin kein Teenager mehr und so. Ich sag, was ist los mit dir? Medians doch gekackt, habe ich gesagt. Ah, das hier muss man alles runterkloppen. Na, ich mache hier Pornflötenwurf, ne? Ja. Oh. Schön rein in die Flöte. Schön den Flötikus. Der Flötikus erectus, so, den hatte ich gestern. Also 4 Stunden hat er angedauert, da habe ich erstmal einen Arzt angerufen. Ne? Da hat er gesagt, oh meine Güte, noch 4 Stunden. Schon lange, du. So, sieht eigentlich jetzt ganz gut aus. Es könnte bald... Könnte bald was werden hier. Jetzt sehe ich wieder die Ding nicht. Die Dingi. Die Medihingi. Die Medihingi, Schlingi. Nee, die Stellen, wo man hier durchcutten muss, weil hier so viel Dreck drüber liegt. So viel wertloser Kram hier. Hier 2 Stellen. Mal gucken. Alle haben 2 oder nicht? Weiß ich nicht. Bei dem bin ich mir nicht sicher. Könnte auch nur eine haben. Ich kann's nicht sehen, du. Da ist auch noch Kram. Ah, hier unten kannst du auch nirgendwo was rausschmeißen. Ah ja, 2. Standardprotokoll. Was will er jetzt noch weg haben? Das hier. So, ich muss erstmal breaken, Alter. Ich stehe und break's nicht. Brecher, Mann und Söhne. Da ist noch überall so blöde Teestücke, die weg müssen. Ja, früher sind die auch alle irgendwie mit eingekracht. Damals, ne? Heutzutage... Damals in der alten Welt, ne? In der alten Welt, du, da, wo das Leben, da war noch in Ordnung, du. Hä, was, wie kann man das denn wegmachen? Oh, jetzt aber, komm. Ja. Er hat gesagt, er gibt uns Jahajel-Rabatt. Jahajel-Rabatt? Mhm. Unten bei Jahajel. Boah, geil, da hole ich mir später erstmal hier schön. Schön. Verleffelech. Doppelten Nusret hole ich mir da. Schönen salzigen Nusret hole ich mir da erstmal. Alter. Das ist so viel Schrott.
Bruder, also du hast auch das halbe Schiff runtergesprengt irgendwie. Nee, muss schon, ach. Muss schon sammeln. Was ist jetzt noch hier das Problem? Die Wand soll wieder weg. Da kann er keine drei Butnerhies drauf geben. Normal gibt der drei Butnerhies-Rabatt. Ist das jetzt ein Ofen gewesen? Oder hat er noch gar nicht? Nee, ja, nee, ist kein Ofen. Ist ein Modo. Ey, es ist ja gar kein Ofen. Sehe ich das erst, da unten war es so dunkel. Alter, so ein Schiff zu zerlegen, das ist halt auch, ne? Das Männlichste, was du machen kannst. Der Mann sollte einmal im Leben Schiff zerlegen. Zerlegen. Auch, ist egal welches auch. Ja, Nachbarschiff so einfach wegmachen. Das Nachbarschiff, ja, so reden die Reichen. Das Nachbarschiff, weißt du? Das Schiff von meinem Nachbarn, das klaut mir nämlich die Sonne in meinem goldbaren Wintergarten. Goldbaren Wintergarten, da züchtig Gold. Ja, ich leg das einfach da in die Sonne, um es glänzen zu sehen. Siehst du, ich hab gar keine Ahnung, wie es funktioniert. Du kannst das sehr gut erklären, weil du sehr reich bist. Sag mal, Fadi, wie funktioniert denn so ein goldbaren Wintergarten? Oh, jetzt komm mal her, du, ich erkläre das mal. Ach ja? Oh nein, Alter. Von dir liegen auch noch 40 Kisten hier unten, hä? Naja, ich krieg die da nicht raus. Kriegst du nicht weg, die Dinger. Wow. Ich sehe das nur gerade zufällig, weil mir auch eine flöten gegangen ist. Dann musst du dich nach oben Ninja turteln und dann... Wir müssen jetzt erstmal hier alles freitörteln, weil hier hängt ja noch ganz viel alter Schmaus. Kannst du oben jetzt schon eins wegreißen? Ich guck gerade, ich mache jetzt hier gerade die Connection. Ja, so ein Boot, das ist Familienaufgabe. Boah, das Ding zu zerlegen wird brutal. Das wird grob. Klar, so ein paar Kleinigkeiten hat man jetzt schon, ne? Aber ja, wir sind gerade erst an der Spitze. So, das ist richtig wild. Muss der ganze Laden jetzt nicht mal endlich crashen? Vorne, oder was? Ja, so viel kannst du jetzt nicht mehr sein. Ja, aber du hast halt hier diese ganzen Verwurstelwinkelungen. Das ist, selbst wenn du da drunter alles wegmachst, bringt's halt nichts, weil es nach oben wegsteht noch sozusagen. Naja, das ist eine Menge Wurstwinkelei. Boah, die sind ja stellenweise sogar halbiert, die Dinger, die du jetzt wegmachen musst. Ja, ja. Da, noch mehr Teile. Noch richtig rein. Ja, Schiff. Noch mehr Teile. Jetzt müsste es bald sein. Das schaffen wir auf jeden Fall jetzt noch. Dem Ding die Nase wegzunehmen. Das kriegen wir hin. Wo ist meine Nase? Nächstes Mal die Schnauze wegflexen. Nahonga! Kann er das vordere Stück jetzt holen? Nee, er sagt, sein Nahonga ist noch leicht geschwollen. Er ist ja auch noch voll viel Kram. Guck das hier, das muss alles weg. Er sagt, er braucht es richtig genau, weil der Chef kotet ihm sonst wieder aufs Dach. Ja, wenn ihr diese Verbindung vorne, waren doch diese Schwitzverbindungen jetzt. Guck mal, hier wo ich stehe ist doch... Warte mal, ich räume jetzt ganz kurz mal meine Spaßkiste da weg. Nee, da ist noch, erstens sind da irgendwelche Schweißelemente, die noch fehlen, sagt er.
zweitens, guck mal, hier hängt ja noch super viel. Das da ist ja auch noch alles weg. Hier noch ganz viele Sachen. Das will er alles weg haben, der Chef. Der Franz Sören Henning. Oh, guck mal, wie viel ich jetzt da nochmal weggeholt habe. So vorne an der Schnauze auch noch so ein ganzer Schmeckelkranz. Crazy eigentlich, was hier abgeht in dem Laden. Ne? Was machen wir, was aus den Leuten gewohnt? Ne? Ja, müssen wir erst diese Mitteldinger wegholen. Dafür will er diese ganzen Randdinger auch alle weghaben. Erst die hier noch rausballern. Ich meine, weil die Spitze ja quasi hier ist, die Linie. Ja, ja, ich weiß, aber er sagt die ganze Zeit, das stört ihn. Er sagt, da werde ich richtig aggressiv, ne? Und nicht Puls. Das will eine schöne, saubere Spitze, hat er gesagt. Er will einen schönen, glatten Jacques Villeneuve. Er will einen glatten Jacques Villeneuve. Sonst kann er keine Sandpiratenfilme mehr drehen. Ach, hier hat er auch noch gar nicht geschweißt, ne? Oh. Es kann auch sein, dass es irgendwie noch Verschweißungsecken gibt. Schwanzneff. Der Regisseur von Dünn. Ein Film über Durchfall. Dünn. Hast du schon Dünn gesehen? Ja, klar. Wann kommt Dünnsch wieder? Mikrowelle. Stimmt, ist ja auch. Ne? Naja, die Mikrowelle, ihr habt sie euch nicht angeguckt. Damit habt ihr offiziell nicht das Spiel durchgespielt. Wir haben aber alles sonst immer im Ofen warm gemacht, das ging auch. Ja, aber es gibt jetzt Mikrowellengerichte, weil dein Restaurant hat ein Niveau plötzlich entwickelt. Mann, ich komme nicht hoch. Mit dem Teil hier, das hängt auch noch. Hier ist auch noch ein Connector. Ja, das ist ziemlich gut connected hier alles. Ich dachte, den haben wir weggeschossen. Zufall in den Schweiß. Ab und zu denkt man das, aber dann realisiert man, ah, es waren nicht nur zwei Ebenen, sondern vier oder so. Und macht jetzt ein Jahache? Nimmt das mit ja, oder klar. Was? Oder? Nee. Doch, doch, also eins jetzt ist required. Irgendein Judge da jetzt, hey. Geht schön auf die Schnüsse oder was? Boah. Guck, ist er doch weg da. Schön, weil er es wegkriegt. Ja, jetzt müssen wir aber das hier noch frei ballern hier. Konnektoren sind nicht vernichtet. Aber guck mal, hier ist wirklich noch ein Konnektor. Weil man gar nicht die Dimension dieser Dinger sieht, wie viele Ebenen das dann doch wieder sind. Man denkt irgendwie so zwei, aber es sind vier stellenweise. Irgendwo noch ein Konnektor. Hier habe ich es weg. Ah, den kann er holen. Was muss denn da noch alles weg? Was will er denn hier alles weg haben? Ist doch auch schon alles kaputt. Weil mein Schiff kaputt geht, nicht deins. Weil mein Schiff kaputt geht, nicht deins. Aber er hat im Gegensatz zum Glauben aller seine Karriere behalten, ne? Also. Ja, ja. Aber sie, von der hörst du irgendwie nichts mehr, außer dass er halt irgendwo mal wieder gebumst wurde, ne? Ja, aber so mit wem ist er halt jetzt zusammen? So, das ist ja für eine gewisse Art von Zuschauer relevant dann, ne?
Ja, der hat sie auch nur behalten, weil er auch richtig Rückenwind von vielen YouTubern bekommen hat, so, ne? Der ist halt da in dieser YouTube-Bubble mit reingezeckt und so. Das hat ihm, glaube ich, viel gebracht. Muss einfach einer von den Coolen sein. Und von Alessio cool. Hörst du gar nichts mehr, ne? Nee, aber dem geht's gut, das denke ich nicht. Sich dann immer wieder sehr viele Leute sorgen wegen dem kleinen Alessio. Ja, aber er hat, ist ja als Kind er die Karriere gekriegt. Kannst nicht beides haben, es geht nicht. Ja, das merke ich auch. Ich merke das bei mir, ich hab da. Und du hast ein Kind und eine Karriere. Außer du wirst halt irgendwann so reich, dass du halt mit Nannies arbeitest. Nanny. Little Nannies, die dir Rücken geben. Ab Rücken von Nanny. Manchmal gibt auch andere Sachen. Was ist denn da jetzt noch? Cannot reach the load. Warum? Warum kann er die Load nicht reachen? Dann hat er doch auch schon rausgekrant. Was ist dem sein Problem, dem alten Medihingi? Ich weiß es nicht. Ah, guck mal, hier ist auf jeden Fall noch was. Der alte Blindschläger Medihingi. Blindschläger. Alter Blindschleichenjäger. Hat sich eine Peitsche aus einer Blindschleiche gebaut. Konnektoren in meinem Wasserpark. Guck mal hier unten, hier ist auch noch Blindschleichenmaterial. Ja, aber trotzdem kannst du nicht rausziehen. Boah, der geht aber tief rein, ne? Bis du da drei Batnahis drauf hast, das dauert. Oh, ja. Das machst du nicht mal eben so, ne? Der alte Panflötenbürger. Ja, und die, vielleicht ist er auch aggressiv den Kisten gegenüber eingestellt. Denkst du, die machen ihn wütend? Denkst du, die machen ihn wütend? Ja, weil hier Arbeitsplatz, irgendwie Hygienestandards und sowas. Ja, klar, die Siffe gesehen, hier und denen, so. Also, das ist nicht böse gemeint. Und wenn du das gewohnt bist und den Magen hast und dort aufgewachsen bist, alles von mir aus super cool. Denkst du, die haben Durchfall aber, überhaupt? Oder denkst du, das gibt es aber gar nicht? Weiß ich nicht. Aber ganz ehrlich, wenn du so Street-Food-Videos jetzt vergleich einfach mal südkoreanisches Street-Food und dann Indian-Street-Food. Meinst du ja, da, wo die Latte als Beilage zählt? Ja, und dann sag mir mal bitte noch einmal so von wegen, und das ihre Kultur, das soll, mach mal keinen Spruch. Ja, schön. Ich würde es trotzdem nicht essen. Du kannst es auch nicht einfach so essen, das würde dich umbringen. Oder irgendwie das Hackfleisch auf dem Betonboden irgendwie zusammengemanscht wird und dann in so eine Pfanne geworfen und weiß ich nicht, mit Dung angebraten, ey. Ach, nee, Alter. Mit Eigendung. Nee, das Stück ist auch viel größer hier, oder nicht? Ja, das ist viel größer. Wo ist denn da der Connector? Da muss ja auch irgendein Connector sein. Also muss hier das ganze Ding erstmal noch. Das ist alles noch böse. Ah, so sieht es schon mal besser aus. Das ist ja wieder so Bombenwetter, ne? Und alle sind ja draußen und genießen das Wetter. Ja. Da guckt ja keiner Videos, weil keine Zeit, weil Wetter. Ja. Ich wünschte, wir könnten so in Sommerpause gehen. Das wäre echt voll lässig, ne? Na ja, gut, es gibt ja YouTuber, die das machen, aber die haben dann auch für 3 Monate irgendwie voraufgenommen, das ist ja nicht funktioniert. Nee, ja, voraufnehmen ist eine Sache, aber auch so, dass man einfach sagen kann, jo, ich lasse das jetzt einfach liegen, so wie eine Fernsehproduktion halt, und das ist halt eine Sommerpause und im September sind wir wieder da, Leute, ne, dann geht's wieder weiter mit dem Programm. Wäre schon geil, wenn man das könnte, ne?
Ja, das ist immer eine Frage des Verdienstes. Wenn du jetzt bis zum September, weiß ich nicht, 200.000 Euro verdient hast, kannst du es theoretisch machen. Ja, es geht nicht ums Verdienen. Ich frage mich halt, was macht das mit unserem Algorithmus so, weißt du? Sind wir dann abgeschrieben? Können wir dann zurückkommen, oder? Nee. Musst du mal als neuer bist du YouTuber weg, ne? Fängst du im Grunde als neuer YouTuber an. Ja. Das ist ja der Grund. Nee, deswegen musst du ja für die Sommerpause dann Projekte laufen haben. Die keiner sehen will, aber Hauptsache irgendwie der Algorithmus ist befriedet. Hier muss ja irgendwo muss doch hier der Schlitz-Connector sein dann. Aber ich weiß immer dann gar nicht, was ich machen soll. Wenn ich die Kurze zum Kickboxen bringe, dann darf man, weißt du, man darf jetzt nicht da bleiben und also die Kinder halt alle durchdrehen, wenn da alle glotzen und so. Und, ne? Ja, weiter aufnehmen. Nee, das schaffe ich ja nicht. Ist ja, ich sag mal, 15, 20 Minuten Hinfahrt. Und dann geht das 50 Minuten, also knapp eine Stunde, dann sind die schon wieder fertig und dann musst du ja wieder abholen. Deswegen muss ich mir in der Stunde immer irgendwas überlegen. Ist ja nicht hier um die Ecke. Masturbieren im Auto. Ja, läuft nicht. Klingt ab, bis jetzt am vernünftigsten. Ich habe nach Skorpionenkämpfen gegoogelt. Okay, aber die Folge ist auch rum, ne? Schon wieder. Klar. Ja. Boah, ja. Geh nicht auf die Uhr, wir sind in so einer Art Trance. Ich bin hier immer, bei dem Spiel, mir geht's nach dem Spiel auch immer voll schlecht von den Augen. Ich weiß nicht, ob das an den FPS liegt oder Field of View oder so. Irgendwas ist komisch an dem Spiel. Du starrst die ganze Zeit auf Wände und brügelst dir ein. Also dein Gehirn sieht nur eine Szene ja, quasi. Ja, es ist echt so. Oh. So, das Ding mach ich noch weg, aber dann ist Feierabend. Erstmal schöne saure Milch. Schön saure Milch. Ja. Ja, schön mit Stückchen. Mag ich die. Ja, dann kann man das jetzt abholen? Machen jetzt? Ja, machen wir Mittag. So, gut, Leute, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschö.